Am vergangenen Sonntag führte das Theater Cottbus eine Architekturführung durch das große Haus am Schillerplatz durch. Theaterpädagogin Elke Dreko berichtete den 10 Besuchern Interessantes über die Entstehung und den Betrieb des Theaters. Das imposante Gebäude wurde im Jahr 1908 durch den Architekten Bernhard Sehring aus Dessau im Jugendstil fertiggestellt. Sehring wehrte sich anfangs gegen den Bau im Jugendstil. Er sprach von einer Verrohung der Architektur. Letztlich konnte er aber durch die Stadtoberen von diesem Baustil überzeugt werden. Wie durch ein Wunder überlebte das Haus beide Weltkriege unversehrt. 72 Jahre dauerte es, bis das Gebäude das erste Mal groß renoviert wurde. Verlorenes wurde rekonstruiert, das Vorhandene gesäubert und nicht mehr Brauchbares ersetzt, so wie der Bühnenvorhang und die Bestuhlung. 1986 erstrahlte das Haus wieder im alten Glanz. Heute bietet der Zuschauerraum ca. 600 Personen Platz. 1992 gab es den Ritterschlag. Das Land Brandenburg ernannte das städtische Theater zum Staatstheater.